Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Hier geht es um den Ford Focus MK4 Baujahr 2019, genauer gesagt um die Titanium Edition. Aufgrund des doch bescheidenen Wetters widme ich mich heute mal dem Innenraum, im Speziellen der USB-Schnittstelle. Und ja, Ford hat hier zwei USB-Schnittstellen verbaut, eine in der Mittelkonsole, vorne neben dem Zigarettenanzünder und entsprechend eine in der Armlehne. Beide USB-Schnittstellen sind identisch. Sprich, wir machen heute mal ein paar Tests an der vorderen USB-Schnittstelle. Die gleichen Ergebnisse sind an der hinteren USB-Schnittstelle zu erwarten. Ja, wozu wird die USB-Schnittstelle verwendet? Hier gibt es im Prinzip drei Anwendungsfälle. Entweder man schließt einen USB-Stick an, um Musik abzuspielen, also die eigene MP3-Sammlung. Das zweite wäre, man schließt ein Smartphone entsprechend an, um Android Auto auf dem Infotainment-System zu bekommen und die Funktionalitäten zu genießen. Oder man lädt ein Gerät an solch einer USB-Schnittstelle. In der Regel ein Powerbank oder ein Smartphone oder sonstige USB-Geräte. Ja, Ford lässt sich im Handbuch jetzt nicht wirklich darüber aus, über die Spezifikation dieser USB-Schnittstelle. Also dachte ich, ich schaue mal nach, was da jetzt wirklich verbaut ist, was kann die USB-Schnittstelle zumindest mal im Groben. Kurzer Exkurs, es gibt im Prinzip drei USB-Standards. USB 1.1.1, das war vor langer, langer Zeit. Aktueller Stand der Dinge ist mittlerweile USB 2.0 bzw. 3.0. Und die Unterschiede liegen entsprechend in der Datenrate, in der Funktionalität, aber natürlich auch entsprechend in der Abgabe des Stromes. Also laut Standard darf USB 2.0 500 mA liefern. USB 3.0 ist per Definition auf 900 mA begrenzt. Es gibt allerdings auch weitere Spezifikationen, die sagen 1600 mA, 3000 mA oder auch 5000 mA. Je nachdem, was für ein Standard entsprechend oder was für eine Funktionalität implementiert wurde. Gut, um herauszufinden, um was für eine USB-Schnittstelle es sich hier handelt, habe ich mal genauer hingeschaut und ein Foto gemacht, blende ich euch entsprechend ein. Dort sieht man, dass diese Schnittstelle vier Kontakte hat. Vier Kontakte bedeutet, es handelt sich hier um eine USB 2.0-Schnittstelle, die per Definition nur 500 mA liefern kann. 500 mA sind relativ wenig in der heutigen Zeit. Mit 500 mA sollte man hier ein Smartphone anschließen, kann man vielleicht den Ladezustand des Akkus halten, aber wirklich aufladen kann man ihn nicht, wenn man jetzt noch ein Navigationssystem parallel laufen lässt, das Display permanent an ist, dann sind die 500 mA sogar viel zu wenig, also er entlädt trotzdem, obwohl man ihn hier an so eine USB-Schnittstelle angeschlossen hat. Und somit, wenn man sich mal die Ladegeräte anschaut, die mit den Handys mitgeliefert werden, die haben in der Regel viel mehr, also 1000 mA, 1500 mA, das sind so die Regionen, wo wir eigentlich hinwollen, um wirklich einen Akku aufladen zu können. Das Ganze wird entsprechend durch verschiedene Technologien noch beschleunigt. Also es gibt die sogenannte Quick Charge Technologie von Qualcomm 2.0, 3.0. Samsung nennt es Fast Charge, andere Hersteller nennen es Super Charge. Im Prinzip läuft es darauf hinaus, es wird eine größere Stromstärke zur Verfügung gestellt und natürlich der Akku sowie die Elektronik im Handy kann diese Stromstärke handeln, managen, um diesen Akku effektiv aufladen zu können. Alternativ dazu wird die Standardspannung von 5 Volt, die USB hat, auf 9 Volt, 12 Volt, 20 Volt hochgeschraubt und dadurch ist es möglich, den Akku entsprechend auch schneller zu laden. Also sagen wir mal 1500 Milliampere. Können wir über 5 Volt laden. Der Akku würde jetzt ohne es auszurechnen, 2 Stunden laden. Bei Quick Charge würde man entsprechend vielleicht auf 9 Volt gehen und dann 2000 mA verwenden, um bei der gleichen Leitungsquerschnitt
diese Leistung übertragen zu können. Also da gibt es verschiedene Standards, Wege und Mittel, um einen Akku schneller laden zu können. Aber wie gesagt, wir schauen uns jetzt mal an, was diese USB-Schnittstelle hier zur Verfügung stellen kann. Okay, dann legen wir los. Als Hilfsmittel habe ich mir entsprechend Folgendes hier mitgebracht. Ich habe mir 3 USB-Kabel mitgebracht, zeige ich euch noch gleich. 2 sind Originale, die beim Handy mitgeliefert worden sind. Und ein USB-Kabel, welches ich hier noch habe, von meinem alten Auto. Da habe ich mir mal ein Ladegerät von Orki entsprechend gekauft, auch mit Quick Charge 2.0. Und dieses Kabel wurde mitgeliefert. Das verwende ich jetzt auch einfach mal für meine Tests. Zusätzlich, um zu sehen, was genau diese Schnittstelle kann, habe ich mir so ein kleines Gadget hier besorgt, zeigt entsprechend die Spannung und die Stromstärke an. Hier natürlich der Hinweis, das ist A, natürlich kein Messgerät, B, sind das hier keine verlässlichen Werte, die hier angezeigt werden. Es geht aber nur mal in diesem Video, um rauszukriegen, in welche Richtung geht es denn überhaupt und nicht die exakte Werte zu ermitteln. Kann, wie gesagt, dieses Gerät nicht, zumal auch hier der Chip sehr, sehr wahrscheinlich auf die 5 Volt, die halt so ein USB-Schnittstelle liefern kann, begrenzt ist. Also hier drüber wird zum Beispiel kein Schnellladen im Sinne von Quick Charge möglich sein, weil das natürlich auf 9 Volt, 12 Volt, 20 Volt hochschaltet. Das wird dieses Gadget hier nicht anzeigen können. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Um mir und euch das Leben einfacher zu machen, verwende ich noch eine USB-Verlängerung. Relativ dickes Kabel, hochwertige Verlängerung, einfach um jetzt dieses Gadget hier anschließen zu können und nicht in der Mittelkonsole rumfummeln zu müssen. So, kurz zur USB-Schnittstelle. Diese funktioniert natürlich nur, wenn die Zündung an ist. Also im ausgeschalteten Zustand ist die USB-Schnittstelle deaktiviert. Also beide USB-Schnittstellen, also egal was ich sage, es gilt immer für beide Schnittstellen, ist deaktiviert. Also um die Schnittstelle nutzen zu können, muss die Zündung an sein. Okay, als Testgeräte habe ich einmal ein Galaxy S7, ein Sony Xperia Z3 Kompakt und meine Bastel-Powerbank. Okay, dann fangen wir mal an. Gadget wird entsprechend mal angeschlossen. Zeigt jetzt an 5 Volt und 0 Ampere, also zieht aktuell keinen Strom. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen gut sehen. Und alle 3 Geräte, die ich hier liegen habe, sind ja sehr entladen. Also Ladekapazität ungefähr bei 20%. Wir testen entsprechend natürlich auch, wie gesagt, diese 3 verschiedenen Kabeltypen, um zu prüfen, macht das Kabel einen Unterschied aus. So, wir verwenden jetzt, wie gesagt, die aktuelle oder die Standard-USB-Schnittstelle. Wir schließen jetzt ein Originalkabel an, was beim Sony mitgeliefert worden ist. Ich schließe es an, Handy geht an und wir sehen, Handy lädt mit 5 Volt. Braucht ein bisschen, bis es sich hier ein bisschen eingependelt hat, und 0,8 Ampere. Mal gucken, ob ihr es sehen könnt. So. 5 Volt, 0,8, 0,9 Ampere. Also das ist das, mit dem hier entsprechend geladen werden kann. Wie gesagt, Standardkabel, was beim Sony dabei war. Jetzt gleiches Kabel, Galaxy S7. Angeschlossen. Ich kriege nur den Hinweis, wird geladen, also nicht von wegen Schnellladen, einfach nur wird geladen. Und hier genau das gleiche Ergebnis. Wir sehen 5 Volt und in dem Fall jetzt 0,6 Ampere. Wie gesagt, das schwankt ein bisschen, wird sich wahrscheinlich auch gleich auf 0,7, 0,8 Ampere einpendeln. Also das ist mit diesem Standardkabel möglich. Meine Powerbank, die ist komplett leer. Angeschlossen, 5 Volt, 0,8 Ampere.
Wie schon erwähnt, USB-Schnittstelle liefert standardmäßig nur 500 mA. Ja, damit kann man natürlich nichts wirklich heutzutage aufladen. Somit hat jetzt hier Ford eine USB-Schnittstelle implementiert, die halt mehr Stromstärke zur Verfügung stellen kann. Okay, zweites Kabel. Was für eine Marke kann ich euch gar nicht sagen. Auf jeden Fall wurde es auch original mit dem Handy mitgeliefert. Ich schließe es nochmal an. Optisch sieht das Kabel ähnlich aus. Wir sehen aber 5 Volt 1,1 Ampere. Also dieses Kabel ist mit dem anderen Kabel vom Querschnitt her optisch ähnlich, aber 1,2 Ampere oder 1,1 Ampere, also 1200 mA, die hier jetzt möglich sind. Gleiche Konfiguration, gleiche USB-Schnittstelle, nur das Kabel hat sich geändert. Wir schauen mal, was beim Galaxy S7 möglich ist mit diesem Kabel. Also auch hier sehen wir, wird geladen, 5 Volt und 1 Ampere, also 1000 mA. Somit halten wir fest, das Kabel ist essentiell wichtig, wenn ihr schnell aufladen wollt. Auch die Powerbank sagt 5 Volt, 0,8 Ampere möglich. So. Und last but not least, entsprechend das Kabel, was beim Aoki mitgeliefert worden ist. Schauen wir doch mal, was das hier macht. Also, das 5 Volt 1,4 Ampere. Nochmal, gleiches Handy, gleiche Konfiguration, nur das Kabel ist ein anderes. Wir laden jetzt also mehr als doppelt so schnell als mit dem ersten Kabel, obwohl wir die gleiche USB-Schnittstelle verwenden. Auch hier wird mir angezeigt, wird geladen. Beim Galaxy S7 und ja, Schnellladen ist jetzt immer noch nicht. Wie gesagt, hätte mich gewundert. Hier sehen wir 5 Volt und ja, 1000 mA, die möglich sind. Auch hier muss man natürlich sagen, die Handys reagieren anders, je nachdem, was ihnen da zur Verfügung gestellt wird, also was das entsprechende Netzteil kann. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was meine Powerbank sagt zu diesem Kabel bzw. dieser Konfiguration. Entsprechend immer noch 5 Volt und 800 mA. Also die Powerbank scheint limitiert zu sein auf 800 mA, egal welches Kabel man verwendet. Beim Sony und beim Samsung sieht man definitiv, dass es schneller laden kann, je nachdem, was die USB-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Und man sieht dieses Kabel, das ist wohlgemerkt das Aoki-Kabel, was auch vom, zumindest mal vom Mantel her, von den Adernquerschnitt kann ich natürlich jetzt nicht sagen, was da verbaut ist, aber vom Mantel her ist es dicker als das andere Kabel. Und das macht schon einen enormen Unterschied aus. Solltet ihr also ein Kabel verwenden und ihr wundert euch, wieso euer Handy im Auto langsam lädt, verwendet mal ein anderes Kabel. Das kann schon die Ursache sein. Und um euch jetzt nochmal zu zeigen, den entsprechenden Unterschied. Das wird jetzt, wie gesagt, mit dem Gadget hier nicht funktionieren. Ich habe ja von Aoki, wie ich schon erwähnt habe, so ein Ladegerät damals gekauft. Das stöpsel ich jetzt ein in den Zigarettenanzünder. So, Quick Charge ist unten. Das Ding hat nämlich zwei entsprechende USB-Schnittstellen. Also Quick Charge ist unten. Jetzt holen wir das gute, in Anführungszeichen, also was heißt in Anführungszeichen, das dickere gute Kabel, was original beim Aoki mitgeliefert worden ist. Wenn ich es jetzt hier beim Galaxy anschließe, steht hier auf einmal schnell laden. Also das Handy hat erkannt, die Gegenstelle unterstützt Quick Charge. Ich kann auch Quick Charge
Also wird hier auf 9 Volt, 12 Volt oder 20 Volt hochgeschaltet und entsprechend mit mehr Leistung das Handy geladen. Und jetzt nochmal der Versuch, indem ich dieses Gadget hier dazwischen schalte. Wie gesagt, die Werte nicht für bare Münze nehmen. Das dient uns nur zu Versuchszwecken. So, wir sehen hier, Schnellladen ist aktiv. Eins tatsächlich macht sogar. Ich bin begeistert. Gerade eben, bevor ich das Video nämlich angefangen habe zu drehen, hat es nicht gemacht. Also wie schon erwähnt, er lässt dann doch das Protokoll zu, löblich. Das Gute ist, wir sehen jetzt, Schnellladen ist möglich. Wohlgemerkt nicht über die USB-Schnittstelle, das ist nur als Referenz zu sehen. Das Handy schaltet auf einen anderen Spannungsbereich, also wir sind jetzt bei 9 Volt oder 12 Volt, je nachdem, was die Spezifikation jetzt hier hergibt. Und wir laden mit ungefähr 1400, 1500 mA und rechts nebendran steht aktuell mit 10 Watt. Somit wissen wir, Schnellladen ist nicht möglich über die USB-Schnittstelle, also keine spezielle Schnellladefunktionalität, Technologie in der Schnittstelle implementiert, kein Quick Charge, kein Fast Charge oder sonst irgendwas. Aber die USB bietet auf jeden Fall mehr Strom zur Verfügung, falls man sein Handy schneller laden möchte. Wichtig dabei, wie wir festgestellt haben, ist das richtige oder das geeignete, das beste Kabel zu verwenden, müsst ihr halt entsprechend bei euch mal gucken, mal nachschauen, ja, welches Kabel bei euch am schnellsten lädt, oder ihr besorgt euch so ein kleines Gadget, verlinke ich mal unten im Video. Damit könnt ihr relativ einfach überprüfen, was ist für euch das beste Kabel, um im Auto entsprechend euer Handy laden zu können. Okay, das war's. Das ist mein erstes YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, ich werde entsprechend vom Ford Focus Titanium Edition mehrere Videos machen. Ich gehe speziell auf alle Details ein, die dieses Auto zu bieten hat. Je nachdem, wie es halt die Wetterlage zulässt, wie es meine Zeit zulässt. Aber ich versuche wirklich alles im Detail zu erklären, was hier dieses schöne, wundervolle Auto zu bieten hat. Super, ich hoffe, es hat euch gefallen. Besucht den Kanal öfter, abonniert ihn, wenn ihr wollt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ciao!